willkommen zum großen Quiz, zum Sommerfest bei Herpa, zum Duell der Modelle, zum Kampf der Giganten. Wir haben heute das Team von Wings gegen das Team von Cars & Trucks und ich darf gleich die beiden Kontrahenten begrüßen. Einmal für das Team Cars & Trucks der Produktmanager Matthias Wolf. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und für das Team Wings der Produktmanager Stefan Kögen. Herzlich willkommen. Hallöchen. Ja, und wir starten gleich in die erste Runde. Es geht um Wissenswertes über Herpa. Da wollen wir mal testen, was ihr alles so wisst. Ihr habt jeder einen Buzzer vor euch auf dem Tisch und wer zuerst buzzert, darf dann antworten. Und wer eine falsche Antwort gibt, ist dann erstmal raus und dann darf der andere nochmal probieren, ob er die Frage richtig beantworten kann. Und pro Frage gibt es einen Punkt. Fangen wir an mit der ersten Frage. In welchem Jahr wurde das Modell vom Audi R8 V10 Plus in Gold oder auch die Boeing 737-800 in Mango angekündigt? 2019, das ist richtig. Also ihr habt es gemerkt, immer erst buzzern und dann antworten. Nächste Frage. Mit dem Umzug von Nürnberg nach Dietenhofen wurde auch die Produktionsstätte vergrößert. Wir wollen jetzt von euch wissen, in welchem Jahr startete zum ersten Mal überhaupt eine Maschine hier im fränkischen Dietenhofen? 1964? Nein, das ist nicht ganz richtig. Dann die zweite Chance. 61 hätte ich getippt. Auch nicht richtig. Es wäre 1965 gewesen. Ich war näher dran. Falsch schon um die Punkte. Okay, die nächste Frage. Leider ist ja in diesem Jahr die Spielwarenmesse ausgefallen, aber das ist ja für uns immer ein sehr wichtiger Treffpunkt, um alle möglichen Menschen und Firmen und Leute zu treffen. Und letztes Jahr konnten wir im Januar gerade nochmal auf die Spielwarenmesse gehen. Und meine Frage wäre jetzt, zum wievielten Mal in Folge war Herpa bei der Spielwarenmesse 2020 dabei? Bitte? Also ich meine 61 Mal. Nee, das ist nicht ganz richtig. Stefan? Ja, verdammt. Er steht ja auf der Windschutzscheibe, ne? Oder? Nein, nein, nein. Also die Modelle, Modelle gibt es ja nur 40. Sich nach der Herpa IAA und ja. Damit haben wir erst in den 80ern begonnen. War das warm oder kalt? Es war lauwarm. Lauwarm. 64. Ihr habt die Antworten getauscht voneinander von davor, ne? Nein, nein. Leider auch nicht, es war 1967. Okay, dann machen wir weiter mit Wissenswertes rund um Herpa. Wer bereits schon mal beim Tag der offenen Tür in Dietenhofen zu Besuch war, der weiß, dass Herpa sich auf zwei Gebäude aufteilt. In dem einen Gebäude werden vor allem die Modelle erstellt und in dem anderen Gebäude ist die Verwaltung untergebracht. Ich möchte jetzt gerne von euch wissen, in welcher Abteilung im Verwaltungsgebäude sind personenmäßig die meisten Kollegen? Also in welcher Abteilung in der Verwaltung arbeiten die meisten Kollegen? Vor Corona oder während Corona? Ich weiß nicht, ob sich das wirklich geändert hat in dem Fall. Jetzt muss ich aber was sagen, gell? Jetzt musst du was sagen. Logistik? Genau, sehr gut, richtig. Mit 12 Personen, die Logistik. Ich schließe mal deine Frage an. Wahrscheinlich hast du gedacht, die ist das noch größer geworden durch Corona, aber es ist die Logistik. Okay, die nächste Frage. Mit ca. 250 Quadratmetern präsentieren wir uns in einem eigenen Museum und auch in einem Museumshop. In dem gibt es ja nicht nur die aktuellen Neuheiten, sondern kann man auch viele tolle Raritäten bekommen. Und dieser Museumshop hat auch am Samstag geöffnet. Ich möchte gerne wissen, wann hat der Museumshop bei uns am Samstag geöffnet? Von 9 bis 14 Uhr. Sehr gut. Du hast schon öfter da reingekauft. Okay, das war schon mit der ersten Runde. Vielen Dank bis hierher. Ich gucke mal kurz auf die Liste und sehe, es steht 2:1 für Cars. Gleich die Führung für Matthias Wolf. Wir machen jetzt ganz kurz Werbung und sind dann gleich wieder für Sie da. Bis gleich. Willkommen
zurück beim großen Quiz. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir verstärken jetzt unsere Teams und Matthias Wolf bekommt Unterstützung von Burak Kavici. Hallo. Und das Team Wings wird unterstützt von Sarah Wolf. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, das könnte jetzt ja fast ein Familienduell werden, Sarah. Wie kommt es, dass du ausgerechnet gegen deinen Papa antrittst? Ich habe mich halt für die richtige Seite entschieden. Okay, gut, lassen wir das mal so stehen. Wenn wir heute Abend dann ausdiskutieren, Matthias, wahrscheinlich, wie es dann gelaufen ist, oder? Sofort. Alles klar. Es geht jetzt nicht mehr in der zweiten Runde direkt nur um Herpergeschichten, sondern wir haben das Spiel Erkennst du das? Und da müsst ihr eben Dinge erkennen. Also, es geht wieder darum zu buzzern. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Und bei der falschen Antwort hat wiederum das gegnerische Team die Chance, eine neue Antwort abzugeben. Und diesmal gibt es pro richtige Antwort gleich 2 Punkte. Ja? Fangen wir an mit der ersten Frage. Von welchem Hersteller ist der Slogan "Nichts ist unmöglich"? Jetzt wird es sagen, der Buzzer war schneller. Stefan? Toyota. Sehr gut. Stellen die eigentlich auch Flugzeuge her? Die machen ja fast alles, oder? Ich glaube, alles von der Geschirrspülmaschine bis über Kugelschreiber, alles. Ja. Autos auch, glaube ich. Autos auch. Habe ich auch gehört, ja. Okay, die ersten 2 Punkte an das Team Wings. Dann die nächste Frage. Von welcher Airline stammt der Slogan "There is no better way to fly"? Sarah? Lufthansa. Sehr gut, richtig. Ja, das gibt doch schon Gesprächsstoff heute Abend, oder? Okay. Also, Kassfragen beantworten wir bitte in Zukunft. Ja. Also, alles live, man sieht, ja, nichts ist abgesprochen, die Cars-Frage ging jetzt eindeutig an Wings. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt ein paar Musiktitel für euch vorbereitet und da sollt ihr den Songtext weitersprechen. Und ich würde sagen, wir spielen den ersten Titel jetzt einfach mal ab. So, jetzt musst du weitersprechen. Wo war's? Was? Nee. Ich dachte, das ist nur der erste Satz. Wisst ihr es? Also, weiß ich es nee, nicht? Nee. Okay. Ich dachte, es wäre nur der erste Satz. Bis zweite Chance an der Stelle. Wie geht der Text weiter? Ich bin gar nicht mit einer Flieger. Ja. Fliegerstaffeln hinterher. Könnt ihr es nochmal abspielen? Eine Fliegerstaffel hinterher ist richtig. Jetzt gucke ich mal in die Jury und ihr kriegt den Punkt. Verspätet, aber ich krieg den. Genau. Du warst. Okay, dann haben wir den nächsten Song gleich für euch. Bitte schön. Jetzt seid ihr schneller. Denn dort verliert ihr den Verstand? Nee. Verlierst du den Verstand? Ganz. Was hättest du gesagt? Der Eintritt kostet den Verstand. Das ist richtig. 2 Punkte für das Team Cars, sorry. Der war auch korrekter. Da haben wir es jetzt gerade mal kurz gehört. Alles klar, also der Eintritt kostet den Verstand und dann wollen wir mal gucken, wie das dann heute Abend bei euch ausdiskutiert wird. So, ihr bekommt jetzt von mir Karten hinterlegt. Die dürft ihr gleich erst umdrehen. Auf Kommando und dann möchte ich gerne wissen von euch, was das ist. 1, 2, 3. Dann aber schneller. Das Wappen des Markt-Dietenhofen. Sehr gut, das ist richtig. Und dann habe ich hier. Ja, das Wappen des Marktes Dietenhofen. Es regt zu Fragen und zum Nachdenken an. Was bedeutet diese Figur mit dem Horn in der Hand? Ist es die Erinnerung an ein Wappen der Brandenburger aus dem 17. und 18. Jahrhundert? Ist es eine Erinnerung an den früheren Nachtwächter, der jeden Tag von unserem Kirchturm ein Lied geblasen hat? Ist es die Erinnerung an einen Schäfer, der seine Schafe mit den Klängen aus diesem Horn gehütet hat? Ist es die Erinnerung an eine frühe Musikinstrumentenindustrie oder ist es die Erinnerung an die Gründung unseres Musikzuges? Der Markt Dietenhofen führt dieses Wappen seit dem Dezember 1858 offiziell. Und dieses Männchen, das zu sehen ist mit dem Horn, wird im Volksmund liebevoll Dudemann genannt.
Und dieser Dudemann ist bei uns auf Brunnen und überall zu sehen. Ja, der Dudemann ist letztendlich die Erinnerung an diesen Schäfer, der seine Schafe mit den Klängen dieses Hornes gehütet hat. Und vor langer, langer Zeit, vor etwa 1000 Jahren, soll sich eben die Geschichte zugetragen haben, dass das Horn dieses Schäfers, drei Edelfräulein, die sich im Wald verirrt hatten, wieder zur Menschheit zurückgeführt hat. Und aus Dankbarkeit über diese Hilfe und über diese Rettung sollen diese drei Edelfräulein an dieser Stelle eine kleine Kapelle gebaut haben. Und das, so sagt man, ist der Ursprung unserer Kirche. Und deswegen hat die Gemeinde offiziell seit dem Dezember 1858 den Dudemann als Wappen. Noch zwei. Und dann würde ich sagen, wieder auf drei. Eins, zwei, drei. Was ist das für ein Wappen? Ich würde mir überlegen, da eine falsche Antwort zu geben. Das ist das Wappen von der Familie zu Leiningen, vom Fürstentum, vom Geschäftsführer. Guten Tag, ich bin Hermann Prinz zu Leiningen, der Geschäftsführer der Firma von Herpe. Beim Quiz mussten Sie erraten, wem dieses Wappen gehört. Auf dem Wappen haben Sie gesehen, ein blaues Schild mit drei weißen Adlern drauf. Die weißen Adler sind eigentlich silberne Adler, aber in der Darstellung wird es immer in weiß dargestellt, weil die Farbe Silber schwierig herzustellen war früher. Das Blau, Wahrheit, Ruhe, Sicherheit und Treue des Trägers des Wappens. Der Adler war Symbol des Königs oder auch der Königsvogel. Der steht für Weitblick, Kraft und Mut. Und die roten Krallen des Adlers sollen nochmal die Eigenschaften verstärken. Dann auch weiterhin viel Spaß mit dem Quiz und ein schönes Sommerfest noch. Damit gehen wir nochmal in die Werbung und sind gleich wieder für Sie da. Und in den ersten Fragen geht es darum, dass ich Behauptungen erzähle und da gibt es drei Antwortmöglichkeiten und eine dieser Antwortmöglichkeiten ist falsch. Und ihr müsst rausbekommen, welche Antwort falsch ist. Wie gesagt, für die Frage gibt es dann drei Punkte. Fangen wir an. Unsere Clubmitgliedschaft bringt diverse Vorteile. Einige davon sind, alle Kataloge und Neuheiten werden frei Haus zugestellt. Auf alle frei verkäuflichen Modelle gibt es 5% Rabatt. Oder die persönliche Clubkarte ist in Gold. Er hat schnell getötet. Antwort B. Es gibt keine 5%, ja, sondern 10%. Das ist richtig, genau. Also es lohnt sich dabei zu sein, 10% für jedes Clubmitglied. Dann die nächste Frage. Mit unserem Herber- und Tourteam sind wir ja das ganze Jahr über in Deutschland unterwegs, bei diversen Fachhändlern und wir freuen uns da immer, tolle Gespräche führen zu können, mit allen Interessierten und auch tolle Modellvorschläge entgegenzunehmen. Und da wir überwiegend in Deutschland unterwegs sind, sind wir auch in vielen Städten unterwegs. Und in welcher von diesen Städten waren wir noch nicht? A. In Düsseldorf, B. in Aachen oder C. in Mannheim? Sag auch du, warst jetzt wieder schneller. Mannheim, das ist auch richtig. Woher wusstest du das? Weil ich in Aachen und in Düsseldorf schon selber war. Okay, sehr gut. Alles klar. Dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Und zwar heißt das Spiel jetzt bis zum bitteren Ende. Also ich nenne irgendeine Kategorie und irgendeinen Anfangsbuchstaben und dann müsst ihr immer im Wechsel ein neues Wort finden. Also ich sag mal, wir machen das die Kategorie Gemüse und den Buchstaben K und dann fängst du an mit Kohlrabi und dann machst du weiter mit Kartoffeln und immer so weiter, bis einer eben nicht mehr weiter weiß und der nicht mehr weiter weiß, hat dann verloren. Wir fangen an mit dem Team Wings. Stefan, es geht um Automarken und zwar mit dem Buchstaben S. Suzuki? Mhm. Simca? Jetzt schütteln wahrscheinlich tausende von Leuten den Kopf und sagen so, nee. Ja, aber was fällt dir doch bestimmt noch ein?
Was Kleines. Smart. Zum Beispiel. Jetzt wird's eng. Ja, gibt schon noch ein paar. Gibt schon noch ein paar. Ein paar Geländegängige zum Beispiel. Sang-Yong. Ja, sehr gut, das war ich schon selbst. Sang-Yong Musso. Stefan? Saab. Gab's ja. Mal. Gab's mal, genau. Ja. Das U-Boot. Also ich fand, das war wie U-Boot fahren mit der kleinen Scheibe. Ah, noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2,5, 2, 1. Und Schluss. Damit hat Stefan gewonnen in der ersten Runde. Ich hätte gedacht, Skoda wäre noch sehr wahrscheinlich. Ja. Oder Subaru. Wären auch noch Marken gewesen, die vielleicht bekannter gewesen wären. Okay, dasselbe nochmal, diesmal mit Airlines, um es ein bisschen auch direkt aufzuteilen. Du darfst anfangen dieses Mal. Und wir gehen im Alphabet einfach mal Buchstaben weiter, nämlich das T. Trans M. Oder Trans. Ich glaube schon. Das würde ich gelten lassen, weil es Trans American. Trans American, okay. Ja. Sehr viel Nachmann. Okay. Danke. Aber dann mache ich gleich weiter mit Trans World Airlines, TWA. Mhm. Ich habe von Flugzeugen keine Ahnung. Von Gesellschaften? Also nee. Bist du nicht mal in Urlaub geflogen mit irgendeiner großen Urlaubsflieger? Da gibt es einen englischen großen Urlaubsflieger und einen deutschen ganz kurzen. Türkisch Airlines. Die gibt es auch, genau. TUI Fly. Sehr gut, da wollte ich gerade noch hinaus. Der britische Konkurrent. Ging mal aus der Condor hervor. Ich muss passen. Okay. Ich muss passen. Dann geht die Runde auch wieder an Stefan. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte jetzt eben gedacht an Thomas Cook zum Beispiel. Oder dann haben wir noch die TAP. Das ist, glaube ich, Brasilien, ne? Große Gesellschaft. Portugal. Ah, Portugal. Und Thai Airways, genau. Okay. Das nächste Mal machen wir A. Da können wir nämlich alle mit Air machen. Dann stehen wir morgen noch hier. Okay, dann in der nächsten Runde geht es um Schätzen. Zweimal eine Frage, wo ihr schätzen müsst. Und je nachdem, welches Team als erstes gebuzzert hat und die richtige. Nein, nicht das richtige. Buzzern müssen wir gar nicht. Entschuldigung, ihr müsst gar nicht buzzern, sondern wer am dichtesten dran ist. So machen wir es, genau. Also, wir fangen an mit der DHL-Luftflotte. In wie viele Länder in der Welt fliegt die wohl? 80. 80, okay. Also ich kann nur noch einen draufsetzen. Ich kann es auch nur vermuten. Ich weiß, wo die LKWs fahren, in welchen Ländern. Aber ich denke mal, es werden wohl 100 Länder sein. Du sagst 100, damit bist du eindeutig dichter dran. 220 Länder wären es gewesen. Sehr gut. Und dann ist praktisch nach der Linksfrage jetzt die Cars-Frage. Mal gucken, Matthias holt auf. Wie viele Stundenkilometer fährt das schnellste Auto der Welt? Was ist euer Tipp? Gib du gleich mal den ersten Tipp auf, bitte. Also ich denke um die 350. 350 ist dein Tipp? Es sei denn, es geht um irgendwelche Raketenfahrzeuge, die einmal gebaut wurden, dann ist es natürlich ein bisschen was anders. Also es ist ein Vorserienauto von Bugatti, wenn ich das vielleicht als Tipp geben darf. Das kann dann nur der EB110 oder der Veyron sein. Und ich auch gesagt, ja. Die laufen um die 350. Also ich habe eine andere Zahl, aber gucken wir mal. Wie viel 350? Ach, geht nur was. 500? Okay, sehr gut, damit bist du dichter dran. 490 Stundenkilometer fährt der Bugatti Chiron Supersport 300 plus. 350 und 70 sind 420 und 80 sind 500. Nee, von 490 auf 500. Ach, 490 hast du gesagt. Nee, 500 hat Stefan gesagt. Damit war er dichter dran. Und jetzt gucken wir mal auf das Ergebnis. Wir haben für das Team Wings 16 Punkte und für das Team Cars 15 Punkte. Eine ganz klappe Entscheidung. Aber damit geht der Pokal an dich, Stefan, und an das Team Wings. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf diesen Pokal überreichen. Ihr werdet heute Abend noch ein bisschen Diskussion haben zu Hause. Aber du hast ja nur gewonnen, weil meine Tochter bei dir mit im Team war. Ne? Wir haben auch noch einen kleinen Trostpreis für dich und der Mini passt auch viel besser zu dir. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir wünschen allen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.